man kann mich gar nicht richtig sehen. So, nochmal. Hallöchen, Freunde, bei den Crazy Movie Cats. Zu guten wie auch zur schlechten Unterhaltung. Ich hoffe, man kann mich verstehen, weil ich gerade mit der neuen Kamera, also diese Sony, keine Ahnung, wie sie heißt, 5100 ISO XR, bla bla bla, filme, weil ich den Akku gerade aufgeladen habe. Und was wollte ich noch sagen? Ist mir eigentlich auch Schnurzpiepe, diese scheiß blöden Motorräder, die hier gleich jetzt vorbeigrasen. Moment. Ja, das wollte ich sagen. Ich mache jetzt ein Ausmisting-Haul. Ich habe wieder ein paar Sachen rausgekramt. Also, ich habe es gesehen aus meinem Versteck, dass mein Fräuchchen ein paar Sachen rausgekramt hat. Also bis dahin, gleich. Ja, ich verpiss mich jetzt mal. Ausmissing Hall, apropos. Ja, ich habe ein paar Bücher aussortiert, ein paar Krimskrams, Gedöns und ein paar Klamotten und wieder ein paar DVDs und also ein Gedöns. Womit fange ich an? Mit Klamotten. Also, ich habe hier so ein Sommershirt aussortiert. So ein lapperiges, leichtes Sommershirt, das ziemlich lang ist und eng und ja, lapperig eben. Und dann noch eine gepunktete Bluse. Gepunktete Bluse, durchsichtig, da sollte man mal irgendwie dann eher was unterziehen. Dann habe ich aussortiert Spikes für Glatteis, ne? Kann man sich unter die Schuhe schnallen und dann geht's ab. Dafür jedenfalls geht es besser gesagt nicht ab. Und ja, Jule Club, ne? Hat man immer so einen Kitsch gekriegt. Damals vor 20, na noch mehr. 22, na, 25 Jahren. Die Tasse ist 25 Jahre alt, wenn ich mal so genau. Noch eine riesengroße Weihnachtstasse, wenn jemand Tee mag. Und irgendwie einen halben Liter Tee saufen will oder 0,4, keine Ahnung, wie viel da reinpasst, dann kann er den saufen, die Tasse nehmen. Jetzt habe ich noch ein bisschen kaputte Deko. Ja, kaputt, weil Ohr kaputt. Egal, hier Ohr kaputt. Ah. Und ein Eierschneider mit Zitronenpresse, glaube ich. Ich glaube, den habe ich mal aus dem Kühlschrank. Kann man doch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber naja. Und eine Knoblauchpresse. Eine Knoblauchpresse. Ja, leere Hüllen für CDs und Bücher. Das war ja mal super in hier, bis zum Morgengrauen musste ich ja unbedingt haben. Oh süß, guck mal. Was habe ich als Lesezeichen drin? Tierpark Hagenweg. Hä? Oh mein Gott. Reine Willenssache. Okay, auf welcher Seite war das? Bin ich so weit gekommen? Auf 301, Seite 301, also bis über die Hälfte und dann habe ich den Film geguckt. So. Von James Patterson. Rosenrot, Mausetot. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Von Dr. Eckart von Hirschhausen.
habe ich auch nicht alles gelesen. Geil, was hier steht. Ohne Vorwort von Harald Schmidt. Und, ja. Das habe ich aussortiert an der CD. DVD. Ein riskanter Plan. Ist ein guter Film. Unterhaltsam. Und The Ward von John Carpenter. Naja. Und was eigentlich, weiß ich nicht. Den Film mochte ich gerne. Weil es an diesen Fall von Anneliese Michel angelehnt ist. Hier, dieses Emily Rose-Ding hier. Exorzismus der Emily Rose. Und sowas gucke ich eigentlich auch gar nicht mehr. So eine Netzwerkfilme, auch wenn das witzig ist. Tucker and Dale vs. Evil. Ja. Noch aussortiert. Green Lantern. Ja, mit Ryan Reynolds. Ja. Special Edition von dem Film Near Dark. Auf DVD. Und King Kong, Peter Jackson. Ich muss einfach meine Sammlung ein bisschen mehr ausdünnen. Denn habe ich noch hier ein Steelbook von. Das ist eigentlich ziemlich neu, weil ich mir das vor einigen Monaten oder so gekauft habe. Aber ich mag auch den Schauspieler, diesen Typen da. Moment, ich muss mal den Namen. Frank Grillo, der auch bei The Purge 2 und 3 mitmacht. Und bei Skyline Beyond. Den finde ich irgendwie so ein bisschen lecker. Knowing mit Nicolas Cage. The World's End. Den muss ich mir nochmal angucken. Weiß ich nicht. Aber ich mag ja hier Simon Pegg. Besonders als McCoy. Nee, wie heißt er denn nochmal? Scotty. Bei den neuen oder jungen Star Trek. Star Trek. Ja, achso, das war's. Ja, jetzt sortiere ich das mal wieder ein. Da kommt mit Sicherheit noch was dazu. Wieder mal, weil man braucht das ganze Gedöns einfach nicht. Blu-ray. So, DVD. Oh, nicht umfallen. Krempel. Ja. Und die ganzen Bücher, das heißt ganz. Oh Gott, das sind 3 Bücher, habe ich aussortiert. Nein, das letzte Mal. Ich habe schon so viele Bücher aussortiert. Zum Ersten, was ich gehalten habe, sind wirklich Bücher, die ich noch lesen werde, in der Hoffnung, ich lese sie noch mal nicht. Oder, Ach so, habe ich das mal gezeigt? Das. Near the Darkness. Nee, Quatsch. Inside the Darkness. Komischerweise heißt das im Originaltitel Beneath the Darkness. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt auch in Deutschland Inside the Darkness gemacht haben. Keine Ahnung, der Titel ist auch nicht anders. Gestern habe ich übrigens noch Thor gesehen, diesen neuesten Thor. Aber irgendwie sind die total witzig, die Filme irgendwie. Ich meine, mit Avengers und Hulk und irgendwie habe ich ja überhaupt nichts mit am Hut so. Aber irgendwie, wenn man schon mal am Gucken ist von diesen Filmen wie Thor, also in Avengers,
insgeheim, insgesamt auch unterhaltsam, würde ich mal so sagen. Ne? Für so einen Kinoabend oder Videoabend kann man sich das wirklich reinziehen. Ich hatte mir das hier diesmal auf Standardqualität von Google Play angeguckt. Ich glaube, ich hole mir noch eine Google Play Guthabenkarte. Ich finde das total genial. Und dann warte ich darauf, dass endlich mal Insidious zum Ausleihen gibt. Ne? Insidious 4 sozusagen. Und weil das gibt es hier nur zum Kaufen für 11,99 Euro oder für 13,99 Euro. Ich habe gedacht, nee, das ist blöd. Weil, warum? Wie kann ich mir den Film auch irgendwie regulär kaufen und mich dann nachher ärgern, dass der vielleicht scheiße ist oder so? Ich hoffe wirklich, dass ich, wie schon gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch nur arbeiten muss und dann ich, wie soll ich sagen, dann 4 Tage frei habe. Weil es kann ja sein, dass dann wieder irgendwas kommt von der Arbeit. Oh scheiße, wir haben so viel zu tun. Könnt ihr nicht am Freitag auch kommen? Nee, ich habe geplant, irgendwie nach London zu fahren und da irgendwie ein viertägiges Wochenende zu machen mit meinem Freund. Mit meinem Freund, ja, und ich bringe jetzt mal meine Kiste wieder dahin, zurück, wo sie hingehört. So. Ich schleppe jetzt die Kiste dahin. So sehe ich aus. Was leuchtet denn da? Hä? In Doppelkinn. Gott, das sind schon 20 Minuten. Nee, das ist ja viel zu lang. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder ist, gute und schlechte Unterhaltung. Eure Crazy Movie Cat Tante, die morgen früh aufstehen muss, weil wir so viel zu tun haben in der Arbeit. So ein Scheiß.